Ja, ich bin Luca von der Informationsstelle Militarisierung und wir haben hier heute gemeinsam mit der DSGVK und der Antimilitaristischen Aktion Berlin eine Aktion gemacht vor dem Bundestag. Hier findet gleich die Sitzung statt, die Sondersitzung vom Verteidigungsausschuss zum Kommando Spezialkräfte. Heute geht es nur um Kommando Spezialkräfte und die jüngsten Skandale im Bereich Munition, die verschwunden ist, Amnestie für verschwundene Munition. Wir hatten hier jetzt auch eine echte Amnestiebox und wir sind der Meinung, das KSK ist nicht reformierbar. Die jüngsten Skandale haben es auch nochmal ganz deutlich gezeigt und die Aufarbeitung findet nur sehr schleppend statt und wir sind der Meinung, das Kommando Spezialkräfte muss aufgelöst werden.